Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles mit dem Brause. Hi. Hallo. Und dem Captain Karacho. Moin. Moin. Auf dem Weg zum Fledermaustürmchen bin ich. Irgendwo müsste der jetzt hier. Wo ist denn das hier? Hier rüber? Okay. Auf jeden Fall befinde ich mich jetzt in dem richtigen Quadranten. Und überlege immer noch, wo das jetzt war. Nee. Das sieht schon cool aus. Okay, ich war da schon mal vor Ewigkeiten. Dass der so Fledermausturm heißt. Und hier für den Mikbas mal eben zu sein. Nee, der Dings hat noch keinen schiefer Rücken gefunden, Legion. Man kann für den Mikbas hier. Kommt doch noch. Es gibt den Perk oder den Skill Landen. Das ist eine Folge, keine Angst. Aber warte mal, ich mute mich, ich spreche da mit dem Chat, oben kann ist das. Okay. Da muss ich jetzt hin. Und dann kann man halt immer den Pflanzendruck noch verbessern und so weiter. Also auch für den Landwirt unter uns ist gesorgt. Oh. Jetzt habe ich hier mächtig viele Hyänchen. Okay. Weißt du noch ungefähr den Weg, den ich ja gehen muss? An so einem Indianerlager vorbei? Kann das sein? Nee, die Brücke ist eingestürzt. Du musst hochklettern. Hochklettern? Ach du Scheiße. Es wird schon dunkel. Machen wir, Legend. Schön, dass du da warst. Dir noch einen schönen Tag. Dunkel ist nicht gut. Ach, da ist Schieferrücken. Okay, jetzt hab... Quatsch. Nee, wie heißt der? Der Dingsbumsnase. Steinnase. Dann bin ich schon mal richtig. Ja. Aber Moment, du bist... Stufe 36 und hast Angst vor Steinnasen. Was? Wie? Wo? Bist Stufe 36 und hast Angst vor Steinnasen. Wieso Angst? Du hast gesagt, da müssen irgendwo Steinnasen. Da dachte ich, richtig. Steinnasen. Ja, klar. Macht doch nichts. Selbst wenn ich die mit One-Hit umlege, da sind trotzdem welche. Jo. Jetzt nicht mehr. So, da muss ich jetzt hoch. Okay, also lege ich mal die Rüstung ab, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da hochkomme. Ja, das wäre schon mal scheiße. Wenn nicht, gut. So. Krabbel die Buh. Jetzt bin ich auch schon. Oh, da ist noch so ein Stehen. Ja, das geht schon weg. Weg hier. Weg. Canberry jetzt so toll ist. Gleich wie die anderen auch. Wo ist das Ding, wo ich jetzt genau hoch muss? Dieses Bauwerk da, oder? Mit so einem... Ein Turm. Wenn du einen Turm der Fledermaus hinaufklettern musst, musst du einen Turm finden. Okay. Dann nehme ich mal den Turm hier. Sieht aus wie ein Turm. Oh je, hoffentlich klappt das. Wir glauben an dich, Proxy. Ja, die Folge war alles gut. Muss ja auch nicht jeder mögen, ne? Ich weiß, dass Energy noch nicht gesund ist und bla und Sülz, aber... Ja, bla und Sülz eben. Oh. So. Ach, jetzt im Dunkeln auch noch, verdammt. Dunkeln ist gut munkeln? Ja, aber krabbeln nicht so. 39 und 13 durch... Das ist doof. Das ist ziemlich doof. Mach mal jemand das Licht an. Schaffe ich das jetzt hier? Da ist ein Vorsprung. Okay. Oh shit, ich sehe nichts außer schwarz, das ist schlecht. Bin immer auf der Anuga, das kannst dich totsaufen mit dem Zeug. Ich werde dann mal ein paar Minütchen warten, bis es wieder heller wird, das weil ich sehe hier Anuga. Wirklich gar nichts mehr. Hier ist dunkel wie immer. Aber da interessieren mich die Bieraussteller auch mehr. Währenddessen können wir mal auf das Lager da hinten gucken, da wo das Licht so schön leuchtet. Ich höre schon wieder aus, was ich mache.
Dafür hast du doch denn die Bustoilette. Super. Die armen Mitfahrer. Ich kenne das aus Erzählungen von Leuten, die dann immer am Bus in der Nähe dieses Klos gesessen haben. Ne? Also es ist nicht schön. Es ist echt nicht schön. Nein, das glaube ich auch. So, das so. Glaube ich gern, dass das nicht schön ist. So, jetzt versuche ich mal hier hochzukommen, aber es sieht gar nicht so einfach aus. Wo ist mein... Ja. Okay, eine Stufe weiter. Leiter. Oh shit, wo muss ich denn da hin? Ganz da hoch. Da ist er. Puh, ich mit meiner Nicht-Schwindelfreiheit. Das ist... wieso kommt ihr nicht da hoch? Da, jetzt aber. Alter Schwede. Habt ihr schon mal erwähnt, dass ich nicht schwindelfrei bin? Nein, hast du noch nicht, aber meine Frage noch mal kurz, bist du überhaupt schwindelfrei, wenn du auf den Turm klettern willst? Nee, also ich habe es noch nie erwähnt, aber ich bin definitiv nicht schwindelfrei. Also ich kann dir nur empfehlen, wenn du auf so einen Turm klettern willst, müsstest du schwindelfrei sein. Boah. Du, das Spielchen kann man jetzt noch eine halbe Stunde durchziehen. Bestimmt. Nur so lange bin ich nicht mehr hier. Also ich werde jetzt gleich sterben oder ein paar Punkte kriegen. Ich würde mich an deiner Stelle für die Punkte kriegen entscheiden. Ja, ich auch. Also perspektivisch gesehen. Sieht jetzt gerade nicht gut aus. Das erstmal runtergesetzt. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Wege. Wir haben die ersten Foundations auf jeden Fall fertig. Ich bin jetzt hier oben, aber ist es irgendwie noch nicht hoch genug, oder was? Cap, du müsstest noch, bis irgendwann taucht das auf, dass du den erkundet hast. Das Problem ist, hier sind ein paar Türme. Hier ist so eine Riesentreppe. Ja. Wo muss ich denn da jetzt genau hin? Ja, eigentlich reicht es da hochzuklettern, weil bei mir war schon, wenn ich schon, ich musste noch nicht mal ganz oben sein, wenn du auf den richtigen Turm bist. Leider kann ich dir gerade nicht sagen. Ja, genau. Wo ist der richtige Turm? Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, in wie vielen Monaten du voraus bist mit deinem YouTube. Aber in zwei Monaten, drei Monaten können wir dir dann sagen, ob du da richtig bist oder nicht. Ja, danke. Cap? Ja? Nochmal Thema Vollpreistitel, machen wir meinen Stream an und dann sag mir mal, wie dieser Baum wachsen konnte. Warte, Multi, ich gebe mal schnell den Multi-Link ein, dann haben wir den anderen auch gleich da und dann werde ich clevererweise auch darüber gleich den Multi nochmal anmachen. Ach, ich habe den Multi doch die ganze Zeit an, ich Idiot. Da ist er. Ja, das ist auf jeden Fall Vollpreistitel würdig. Auf den Turm der Fledermäuse klettern. Kennt man ja, ist der sogenannte Mauerbaum. Mauerbaum, okay. Ja, der wächst nur in zerstörten Mauern. Also, Ach so. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich muss die Treppen hochlaufen. Ja, und jetzt gehst du ganz, ganz hoch und tötest die Fledermaus. Aber warum hast du nicht mal müssen bis hochklettern? Ja. Da hast du auch auf jeden Fall mich auf deiner Seite Schinken und Fleisch und sowas. Ich habe ja in den letzten Jahren... Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Monstrum? Ich habe kennengelernt, wie schön es eigentlich ist. Eine weiße Fledermaus. Der sieht aber eher aus wie... Naja, ist der heftig? Das ist wirklich so Entricot, Rinderfilet. Sehr witzig. Und so weiter und so fort. Und die dann wirklich Känguru. Auch, ja, Krokodil, scheiße, der ist heftig. Fuck! Das ist schon interessant, wirklich das einfach mal so zu testen. Lamm hat man probiert, obwohl Lamm leider nicht meine Spezialität ist, weil sie doch einen sehr, sehr starken Eigenschaften hat. Ohne Pfeil und Bogen kriege ich in ihm Leben kaputt. Da würde ich dann auch sein, also da würde ich scheiße. Das mir auch angucken. Vielleicht dann den anderen Tag besser aufteilen, den einen Tag größte Zeit am Bierstand, vielleicht den zweiten Tag eher beim Trinken, beim Essen. Scheiße! Also richtig schön, mit richtig schönes Fleisch, so, das ist was Feines, also nicht hier so 0815, ich schmeiß mal was aus der Tüte von Aldi in der Pfanne und da ist schon Marinade dran oder sowas, nee, das ist wirklich... Wie kriegst denn du den kaputt, jetzt mal ohne Scheiß?
Ja, gut, ich kann mich nur daran erinnern, dass wir den zu dritt mal geplättet haben. Ja, das ist ein Boss. Der hat ähnlich viel Power wie der Alligator, der Große. Voll, der Scheiße. Den kriege ich aber so nicht platt. 20 Kilo mehr wiegen und bräuchte zwei neue Leber oder so. Vergiss es! Schaffe ich nicht. Wäre ist ja nicht schlimm. Ich hab dir jetzt gerade 20%, wenn überhaupt abgezogen. Da liegt aber auch ein Rezept drauf, ne? Was, wo? Irgendwo, aber nicht, nicht da, wo die Fledermaus hinkommt, also dich verfolgen kann, sondern irgendwo davor oder oben, da liegt ein Buch rum. Da kannst du ein Rezepte lernen. Ich sehe ja kein Buch. Ja, das ist ein bisschen, das lehnt, glaube ich, gegen irgendeinen der Pfeiler ganz oben oder so, weiß ich nicht. Aha, hier ist kein Buch. Das Vieh kommt wieder hoch. Kann dir leider nicht weiterhelfen, als dir das zu sagen. Ja. Okay. Nach 4 Tage ist schon. Zumindest mal kann ich jetzt hier wieder ausspannen auf dem kleinen Vorsprung hier. Ist das Scheiße. Wirklich rein privates Interesse. Schwierig. Also mit 100 Pfeilen hätte ich ihn wahrscheinlich zumindest mal einplatten können. Minimal. Mhm. Aber so ist echt. Alter Falter. Das wird nix. Nee, aber wie gesagt, irgendwo ist ein Rezept, das kannst du auch voll sehen. Ja, ich guck hier gerade, aber irgendwie sehe ich da. Obwohl, ist das da ein Buch? Na toll, steht da über mir, direkt auf der Plattform. Also arbeitest du in diesem Bereich irgendwie und stellst dann mit deinem Arbeitgeber zusammen sozusagen dann immer ein bisschen aus. Was gibt's denn da bei dir Feines am Stand denn immer? Der fame Karacho mal vorbeikommt, kannst du mal sagen, hier, der Karacho bei mir, den weltberühmten Twitch-Streamer. Oh. Was denn? Oh, was ist denn das denn schon wieder? Das war jetzt gut gemeint. Kommt jetzt wieder so falsch rüber für dich. Ja. Was für ein Urteil Rezept selber. Ist denn das, was hier rumliegt? Urteilt selber, wie das jetzt schon wieder gemeint ist. Ja, urteilt selber. Alles gut, ich werde gar nicht aufregen. Oh, das bleibt man. So. Verdammt. Ach ja! Yeah. Ah, ich hab's ein Restrezept gelernt. Okay, schließen, ich kann jetzt wieder gehen. Autsch! Ah, scheiße! Ah. Alles ein Hähnchen. Nix wie weg hier. Hähnchen ist aber auch was Feines. Kann man auch mal. Das ich weiß noch nicht, was für ein Rezept das war, aber es war ein Rezept. Auch feine Sachen. Okay, dann machen wir jetzt mal schnell. Nicht so gut aus, nicht echt, nicht, dass ich mich überhaupt mit Fleisch so auskenne, aber ich habe es eben gelernt, weil meine Frau arbeitet im Catering-Bereich und der Chef, der das macht, der macht eben auch tolle Fleischzubereitungen. Wie gesagt, was ich schon gesagt habe, Känguru, Rinderfilet, Entrecot, wirklich Lamm, der Krokodil war schon mit bei. Wie gesagt, das ist eben alles schon ein bisschen speziell. Wo komme ich denn jetzt hier wieder runter, wo? Verdammt? Wenn also, natürlich die Kundschaft nachfragt, und das ist einfach nur geil, sowas mal zu. Nur zur Info, Nashorn ist fertig. Hey, nice. Nashorn ist fertig. Wer wollte ein Nashorn sein? Wer im Chat von mir vielleicht auch sagen will, auch ihr dürft gerne mitmachen, gar keine Frage. Ihr müsst nicht denn dann zum Browser. Ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin böse. Wenn ihr sagt, ihr wollt Nashorn sein, schreibt es rein. Ihr seid denn ein Nashorn. Ihr werdet ein Nashorn sein. Wir sind ja hier gemeinsam alle zusammen da, also dürfen alle ein Nashorn sein. Ihr müsst los sagen. Was bist du? Du dort, so. Das braucht noch. Okay. Ich bin noch tatsächlich lebendig runtergekommen wieder. Aber mehr so als 10-15% habe ich dem nicht abknapsen können. Das war definitiv nicht machbar. Träger. Nicht nur mit einem Schwert. Autsch. Ich komme da mal wieder zurück. Jo. Kann sich um Stunden handeln.
Eigentlich müsste ich nur komplett Richtung Norden, aber da ist irgendwie so viel Zeug dazwischen. Und da unten sind die Allis, okay. Da oben läuft ein Feind. Wie bitte? Da oben läuft ein Feind. Und wo? Hier. Da. Hm. Da brauchst schon wieder einer eine Ladung Feuersalben oder so. Ja. Hey Phoenix, herzlich willkommen, moin moin. Schön, moin Phoenix. Dass du auch da bist. Freut mich. Und diesmal sage ich nicht, der Phoenix ist da, sondern hey, die Super Phoenix ist hier im Haus. Der Fehler wird mir nicht nochmal passieren. Drei Alligatoren. Nee, die wollen mich jetzt aber nicht. Ich schreibe sie auf, dass ich ja nicht vorbin. War die ganze Zeit an der Verarschung beim letzten Mal. Also mir kommt das so langsam so vor, wenn wir immer Conan spielen, ist das Nein. irgendwie wie so ein Sendeplan inzwischen, dass Shit. Die Leute hier irgendwie wie zu einer Serie einschalten. Ja. Kommt mir das auch langsam echt vor. Das ist auch richtig so. So soll es aber auch sein. Dann wissen wir, dass wir alles Oh haben. Mann. Das ist das große Wildschwein. Ja, ein bisschen schämt tut er sich tatsächlich immer noch. Also das, vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, Phoenix, das musst du ja auch mal dazu sagen. Und auch selber jetzt mal dazu sagen, um ein bisschen mich wieder ins richtige Licht zu rücken. Du bist schon ein paar Tage bei mir. Ich guck schon regelmäßig zu und wir reden hier tatsächlich nicht von 1-2 Tage oder Wochen oder Monate, sondern wir reden wirklich schon über eine Zeit. Und die ganze Zeit bin ich davon ausgegangen, hey Phoenix und bla und hier immer schön einen auf Kumpel gemacht und getan, so als wärst du ein Kerl. Und jetzt beim letzten Mal ist die Bombe geplatzt. Deswegen bin ich so ein bisschen überrascht gewesen. Ja. Deswegen schäme ich mich natürlich auch, weil eigentlich nach so einer langen Zeit hätte das eigentlich mir nicht passieren dürfen. Aber jetzt darfst du ganz kurz sagen, hey, ich hätte ja mal früher was sagen können, um mich wieder so ein bisschen aus der Scheiße rauszuholen. Ich glaube, das ist wirklich inzwischen so normal, dass die Streamer immer, du erkennst ja nun mal nicht, was da für ein Geschlecht hinterhängt. Bestimmt, das ist schwierig. Mein, um mal jetzt ein bisschen klischeehaft zu reden, da kommt ja jetzt auch nicht ein Nickname rein und sagt, wie findest du eigentlich die neue Kollektion von sowieso? Weißt du, irgendeine Schuhmarke, ne? Also, dass du daran das irgendwie erkennst und ich meine... Natürlich darf eine Frau Blödsinn labern. Das ist sogar sehr richtig so, dass und das finde ich auch gut so, dass so soll es auch sein. Aber wie gesagt, ich bin eben nie auf den Gedanken gekommen. Phoenix, bei mir ist es ist Phoenix, der Phoenix aus der Asche, das ist bei mir im Kopf drin. So, Phoenix automatisch Unterbewusstsein, der Phoenix aus der Asche. Es heißt, weil ich glaube nicht, das heißt die Phoenix, sondern das heißt der, bin ich Meinung. Und dementsprechend bin ich auch sofort darauf ausgewiesen, ach, es kann natürlich jetzt nur den Kerl sein. Ich bin überhaupt nichts, ich habe nichts anderes im Kopf gehabt. Dass es natürlich noch andere Möglichkeiten geben könnte, was diese Nickname zu bedenken hat. Naja, so weit denke ich doch meistens nicht. Ja. Das tut mir, wie gesagt, ich wollte auch damit nur sagen, es tut mir einfach nur leid. Aber es klappt nicht. Sie sagt nicht so, ja, ich hätte ja auch was sagen können, das sagt sie nicht. Sie hält mich tatsächlich ein bisschen vor. Oh. Hat nicht geklappt. Schade. Siehst du, hier funktioniert mein Mitleid, nicht Brause. Hab nichts gesagt, ich hab's nur gedacht. Bin ich ehrlich. Warum habe ich das gewusst? Weil du mich schon länger kennst. Ich bin ja jetzt auch nicht erst seit 1-2 Tagen dein Follower, also. Nein. Aber bestimmt noch nicht so lange wie Phoenix. Also Phoenix, glaube ich, war schon vor mir bei dir. Müsstest es auch noch mal einmal überprüfen, aber ich glaube ja, Phoenix war, glaube ich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Phoenix. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich selbst am Zweifeln, wie ich es richtig ausspreche. Ich war meiner Meinung, ich habe es immer richtig ausgesprochen. So. Ups.
Und während ich mich jetzt auf den Rückweg mache, beziehungsweise auf dem Rückweg bin. Boywolf ist auch eine Frau. Okay. Okay, heute nur. Also bei Boywolf bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn, aber auch das soll es ja geben und auch das will ich nicht verurteilen. Um Gottes Willen, man muss ja heutzutage sehr, sehr vorsichtig sein, bevor hier gleich wieder Leute irgendwas Böses behaupten. Aber Boywolf, seine Stimme habe ich schon gehört und sie klang sehr. Ja, sehr männlich, soweit will ich jetzt auch nicht. Okay, das ist ein schöner Cliffhanger. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.